Der Bahnhof Zoo. Ende der 70er Berlins größter Umschlagplatz für harte Drogen. Unter den Fixern ist auch ein Mädchen namens Christiane F. Ihr Schicksal rührte Ende der 70er Millionen, wurde als Buch zum Bestseller und im Kino zum Kassenschlager. Die traurige Geschichte eines Kindes, das viel zu früh keines mehr sein konnte. Mein Vater hat damals mit Noten verkehrt und er hat das Geld, was er gearbeitet hat, nicht zu Hause abgegeben. Ich habe also angefangen zu klauen, als ich nachher 10 war, weil nichts zu essen im Haus war. Aus dem Familienterror flüchtet sich Christiane mit ihrer Clique in den Heroinrausch auf den Bahnhofsterrassen. Doch die Kinder vom Bahnhof Zoo, sie sind nur Gefangene im Teufelskreis der Sucht. Als ihre Geschichte zur Bestseller-Story wird, schaffen manche den Absprung. Doch die Zeit am Zoo wird sie ein ganzes Leben lang zeichnen. Als Kind, da einzutauchen in diese Halbwelt, ist gefährlich. Du verkaufst dich, du bist nichts mehr wert irgendwo, weißt du? Das ganze Breitsein im Heroinrausch hat alles überhaupt keinen Wert mehr, wenn man einmal erfahren hat, wie schön man sich fühlt, wenn man clean ist. Es löscht alles aus, radiert alles aus. Gefühle eben halt. Also, aber nicht nur die negativen, sondern die guten eigentlich auch. Süchtig bin ich eh und je und ich bleibe da. Ich bin festgeschrieben bei der Krankenkasse als Polytoxikomane. Einer, der alles genommen hat. Schicksale, von denen Deutschland nur durch Zufall erfährt, als sich Christiane zwei Journalisten anvertraut. Dieses war eine Geschichte, die ließ einen nicht mehr los. Die holte einen immer wieder ein, also bis jetzt zu diesem Moment. Christianes Bericht hat dazu beigetragen, ja, dass das Thema diskutiert wird und dass hingeguckt wird. Ihre schonungslose Abrechnung mit dem schmutzigen Geschäft zwischen Fixerelend und Babystrich dient bald tausenden Schulkindern als Warnung vor der Droge. Doch Christiane F. selbst wird ihre Berühmtheit später verfluchen. Innere Leere und äußeres Chaos. Das Leben der Christiane Felcherino, besser bekannt als Christiane F., nach fast 2 Jahrzehnten Sucht. Inzwischen hat sie mehr Entzugsversuche durchgemacht, als sie zählen kann. Gruppenentzug, Einzelentzug, ambulant und stationär. Der immerwährende Entzug hat sie am Leben gehalten. Doch einfach war dieses Leben für sie nicht immer. Christiane F.'s Drogenkarriere ist fast so alt wie sie selbst. Nach mehrjähriger Tabletten- und Heroinabhängigkeit scheint die Sucht Ende der 70er Jahre jedoch besiegt. Die gerade 15-Jährige ist clean und bereit für einen Neuanfang. In einem Gerichtsprozess gegen ihren ehemaligen Stammfreier, Schreibwarenhändler Heinz G., ist sie als Zeugin vorgeladen. Vor dem Verhandlungssaal macht sie eine Begegnung, die ihr Leben verändern wird. Ich schrieb damals einen Titel für den Stern über Kinderprostitution in Berlin und wollte einen Prozess besuchen, in dem war angeklagt ein Schreibwarenhändler, der des Missbrauchs an 12 bis 14 oder 15-jährigen Mädchen. Und als ich da zum Prozess ging, saß auf dem Flur ein Mädchen und ich sprach es an, ob sie zu dem Thema Kinderprostitution etwas zu sagen hätte, und sie antwortete, und das war Christiane, also eine rein zufällige Begegnung. Der Journalist Horst Rieck ist fasziniert von der Geschichte der jungen Frau. Und auch Christiane möchte jetzt reden. Sie waren ja schon zu dem Zeitpunkt nicht in Berlin, sondern in Westdeutschland, wie wir damals sagten. Und dann haben wir... Sie rief immer wieder an. Ich erinnere mich an sehr, sehr lange Gespräche, in denen ich nur mit offenem Mund dastand und sie einerseits Unglaubliches erzählte, andererseits ich aber auch
in dem Moment nie gezweifelt habe, dass irgendetwas daran nicht stimmen könnte. Nee, es waren ja letztlich Geschichten aus einer bis dahin völlig unbekannten Welt. Und ich hörte Dinge, die ich bis dahin nicht für möglich gehalten hätte. Und dann kam halt doch der Moment, wo ich dann meinte, das sollte man verbreiten, das sollte gewusst werden. Auf Veranlassung ihrer Mutter lebt Christiane damals bei Verwandten in Norddeutschland auf dem Land. Zum Vater besteht kein Kontakt mehr. Ich habe also gesehen, wie sie sich da aufgeführt hat, wie sie also damit, kann sagen, also naja, mit Männern schon zusammen im Bett gelegen hat nachts ja zusammen da gesagt, was passiert denn hier? Hat meine Schwester gefragt und sie hat gesagt, naja, sagt sie, ich kann sie nicht mehr davon weg abhalten. Die schläft halt jetzt schon mit Männern. Ja. Sie war also mit 16, die war also eine voll erwachsene Frau. Voll erwachsen, ja. Die kam mir also, wie gesagt, mindestens 10 Jahre älter vor. Von ihrer ganzen Erfahrung her und wie sie sich halt gegeben hat. Die hatte also für mich zu damaliger Zeit, wie man das ja also von ganz normalen 16-Jährigen zu da, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber dass wir noch so ein gewisses Schamgefühl haben, hatte die nicht mehr. Ich habe gesagt, irgendwie, hat gesagt, es ist nicht mehr dein Kind. Ja. Und von ihrer Seite kam es also auch rüber. Ja. Sie hat also, wie ich mich so, noch heute noch so erinnern kann, war regelrecht frech zu mir, ja, mit ihren 16 Jahren. Ja. Kam also die Sätze raus, du hast doch keine Ahnung und du weißt doch gar nicht, was los ist. Und ja, also ich habe mich also dann eigentlich total abgekapselt. Ja. Ich habe gesagt, ich will mit dir auch nichts mehr zu tun haben. Am 13. November 1977 hatte das unfreiwillige Exil im Haus der Tante begonnen. Das war der Tag, an dem die verzweifelte Mutter Christiane direkt von einer Berliner Polizeiwache nach Hamburg abgeschoben hatte, wie ihre Tochter es empfand. Am Anfang will die 15-Jährige den vermeintlichen Spießern noch zeigen, was eine echte Szenebraut ist. Mit hohen Hacken und Kaninchenfelljacke zieht sie aus zur Rebellion in der Kaltenkirchener Provinz. Doch dann verblassen die Stichworte ihres alten Lebens. Dope, Detlef, breit sein, Kudamm. Nicht denken müssen, frei sein. Christiane versucht den Anschluss ans bürgerliche Leben. Entschlossen, mit der Welt, so wie sie ist, zurechtzukommen, macht sie den Hauptschulabschluss nach und fängt eine Buchhändlerlehre an. Gerade in den ersten Monaten dieser Lehre, wenn ich zu der Zeit mit ihr telefoniert oder mit ihr sprach, klang das alles so, als ob sie da einen Platz gefunden hätte. War es eine gute Zeit für dich oder war es keine gute Zeit für dich? Alles um eine abwartende Zeit. Ich habe gewartet, dass ich 18 werde, dass ich wieder abhauen kann. Ne? Aber trotzdem mir auf der Zeit trotzdem schon mitzunehmen und die Sache ernst zu nehmen, soweit es irgendwie geht halt. Da, also ich bin da, ich habe die Leute auch immer noch gerne und ist alles okay. Ich habe keine Probleme, aber ich würde mich da, glaube ich, zu schnell langweilen, wenn ich da wieder hinziehen würde. Also mit irgendwie jemandem morgens zur Arbeit mit in die nächste Kreisstadt in so ein Büro hatte ich keine Lust zu. Macht mir keinen Spaß. Journalist Horst Rieck hat mittlerweile auch seinen Kollegen Kai Herrmann ins Boot geholt. Sie führen intensive Gespräche mit Christiane. Das, was geradezu faszinierend war, also es gab ja viele Drogensüchtige, leider in Berlin in der Zeit, aber es gab nur eine Christiane, die das so erzählen konnte, die das auch zum Teil mit so viel Distanz erzählen konnte, mit Kritik gegenüber sich selber und mit Ehrlichkeit. Das, also gerade die Ehrlichkeit ist bei Heroinabhängigen gibt es sie nicht, die belügen sich immer selber und andere. Aber auch bei Heroinabhängigen, die den Entzug gemacht haben, die haben es oft noch schwer mit der Ehrlichkeit. Und das war bei Christiane vollständig anders. Sie wollte diese Geschichte erzählen. Sie wollte sie für sich erzählen in allererster Linie. Nur in zweiter Linie eigentlich für andere. Nachdem wir das Manuskript beim Stern abgeliefert hatten,
Und die damaligen Sternoberen sagen, da ist no way, das zu drucken. Das ist ein Randgruppenthema. Ja? Ich erinnere den damals stellvertretenden Chefredakteur noch, der sagte, wollt ihr die Aufgabe gegen Null bringen? Ja? Da macht ihr solche unappetitlichen Randthemen. Und das ist eigentlich dann dem Henry Nann zu verdanken, der nicht mehr aktiver Chefredakteur war, der das mit einem Manuskript in die Hände bekam. Und ich begegne ihn am nächsten Morgen, da sagt er, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Das ist ja der helle Wahnsinn. Das muss sofort gedruckt werden. 1978 veröffentlicht der Stern erst eine Artikelserie und dann ein Buch über Christiane und die Kinderklicke vom Bahnhof Zoo. Die Hauptdarstellerin bekommt dafür rund 1 Million Mark. Doch die ebenfalls in ihrem Leben mitspielten, sie bleiben die ungefragten und unbezahlten Figuren des Drogenepos. Wie hast du denn reagiert, als damals die Serie über Christiane im Stern erschien? Ja, habe ich im Knast gekriegt. Ja. So war ich, aber irgendwie war ich glücklich, weil mein Bild und mein Name drin stand. Was raten wir, wie viel Post ich von Knackis aus Tegel gekriegt habe? Ja, hatte ich wenigstens was zu tun. Die haben alle Scharweg geschrieben, also Stella Scharweg, und jeder wusste ja, na, der hat da beactet bin. Und da ich heirate, ich habe sie alle verarscht, haben wir uns alle immer totgelacht. Hatte ich wenigstens was zu tun, ja. Aber das war auch alle. Christianes einstige Drogenliebe, Detlef, sieht den plötzlichen Ruhm mit gemischten Gefühlen. Da wird mein Leben irgendwo erzählt, irgendwie reißerisch aufgezogen. Und dann treffe ich harmlose Leute und wir unterhalten uns. Warten, du bist der? Das kann doch nicht wahr sein. Und wie war denn das so? Erzähl doch mal. Ja, hast du doch gesehen, kann ich dir nur sagen. Also ich finde es einfach, ich finde es nicht okay. Ich finde es, es geht niemandem an. Weißt du, und dann ist es nur so, genau, für wen überhaupt? Weißt du, wenn ich mir vorstelle, dass halt in der Zeitung oder irgendwo liest man denn der 148. Tote, Drogentote, dann ist man vielleicht kurz irgendwie, aber blättert um und dann ist der Sportteil. Und dann, der ist eigentlich wesentlich interessanter, was Boris macht oder Steffi oder so. Und weißt du, für wen ist denn das überhaupt? Also das kann eigentlich nur darum gehen, dass man halt Geld damit verdient. Auch Frank findet sich und seine Erfahrungen nicht wieder in der Sterngeschichte. Da musste ich ja dann eben halt auch lesen, irgendwie so, ja, Schicksal von Christiane und von, weiß ich nicht, Detlef und Katrin Scharbeck. Und dann eben halt so ganz lapidar, der Artikel endete dann irgendwie so mit so einer Sequenz irgendwie, und Leiche oder weiß ich nicht, ob sie da meinen echten Namen verwandt haben irgendwie. Und Leiche, ja, eines Tages ging er von zu Hause fort, weil er sich Hanteln kaufen wollte und, aber er landete letztendlich auf der Szene und kam nie wieder oder so. Und finde ich schon also ziemlich frech eigentlich irgendwie so, weil einfach Schwachsinn, weil einfach gelogen ist und weil irgendwie so, weiß ich nicht, nee. Ich bin nicht der Schlusssatz in irgendeiner Geschichte, die irgendwie, weiß ich nicht, dann 100.000 Hausfrauen irgendwo lesen und sich daran ergötzen oder so. Das Buch im Gefolge der Sternserie wird zum Bestseller und mit fast 2 Millionen verkauften Exemplaren zu einem der erfolgreichsten deutschen Sachbücher überhaupt. Es löst in Deutschland heftige Debatten aus. Da gab es ja zahlreiche Diskussionen und zahlreiche Stellungnahmen, also von bis zu einem Brief an die Chefredaktion des Sterns, in dem die damalige Jugendsenatorin in Berlin ihm mitteilte, das sei alles erstunken und erlogen und es gebe keine Minderjährigen, die sich in Berlin prostituieren würden auf der Kurfürstenstraße. Also ich denke, Christianes Bericht hat dazu beigetragen, ja, dass das Thema diskutiert wird. Die Anonymität war nicht vollständig gewahrt. Das war natürlich immer löchrig. In der Branche wusste man, wer das ist, aber sie war nie öffentlich und hat sich auch geweigert, ihre Identität öffentlich preiszugeben. Und das erste Mal war eben in einer Fernsehsendung, in der sie interviewt worden ist. Und sie hatte zur Bedingung gemacht, dass diese befreundete Rockgruppe mit ihr im Fernsehen auftreten durfte. Nachdem Christiane ihre Identität gelüftet hat, ist der Medienrummel um ihre Person groß. Sie wird in Talkshows herumgereicht und gerät unfreiwillig zum Vorzeige-Junkie.
Aus einer Drogensüchtigen wird ein Drogenstar. Ja, weil das ist auch eigentlich unheimlich gefährlich für andere, wenn die mich als Symbol erkennen, weil ich selber noch auf der Suche bin nach meinem eigenen Symbol. Und wenn es irgendwelche Leute gibt, die mir hinterherrennen, weil sie glauben, dass ich irgendwo sehe, wo es lang geht, dann ist das eine unheimlich gefährliche Sache. Christiane beginnt nach dem Bucherfolg eine lange Suche nach sich selbst. Für Fortsetzungen ihrer Story posiert sie mal als Punk, mal als Unschuld vom Lande. Mittlerweile kennt die halbe Welt die Geschichte der Kinder vom Bahnhof Zoo. Mit großem kommerziellen Erfolg wird sie 1981 von Bernd Eichinger und Uli Edel fürs Kino verfilmt. Hey, du, kannst du mir mal den Besteck leihen? Du Mädchen, lass deine Finger davon. Christianes anfängliche Begeisterung für das Landleben findet bald ein Ende. Sobald sie volljährig ist, zieht es sie ins nahegelegene Hamburg. Sie taucht ab in die dortige Punk-Szene und schwänzt immer häufiger die Schule. Sie versucht sich als Sängerin und nimmt mit der Band Einstürzende Neubauten den Titel Ich bin so süchtig auf. Und sie verliebt sich. Da habe ich dann Alex kennengelernt und wir hatten irgendwie ein halbes Jahr nur eine Brieffreundschaft. Der Ordner ist leider auch irgendwie verloren gegangen. Wir haben das nämlich alles in Klarsichtfolien dann nach Daten irgendwie sortiert. Der war super, der Ordner. Aus dem schüchternen Alex und der erfahrenen Christiane wird ein Paar. War halt dieses Mädchen mit diesem extremen Berliner Akzent irgendwie in Hamburg und fand ich ganz toll. Und dann haben wir uns ziemlich lange erstmal geschrieben und ich habe sie also so ziemlich hartnäckig irgendwie verfolgt. Also ich meine, ich war ja damals noch Jungfrau, muss man sehen. Und irgendwann stand ich dann in ihrer Gunst und bin dann nach Hamburg gezogen. Sie ziehen zusammen in die Wohngemeinschaft der Einstürzenden Neubauten, Heinheuerstraße, nahe der Reeperbahn. Das Leben mit einer Punkband hinterlässt Spuren. Weil bis tief in die Nacht gefeiert und musiziert wird, hat Christiane immer seltener Lust, morgens zur Lehre nach Norderstedt zu fahren. Schließlich bricht sie die Ausbildung kurz vor dem Abschluss ab. Wir hatten ein Hochbett und wir konnten direkt also auf den Red Light District gucken. Und hatten da wie Kino. Erinnert sich an die Story mit den zwei Blackies, wo, wie war denn das, wo der Mann immer, sie rannte ihm hinterher und hat ihn immer hinterher gerufen, ich liebe dich, ich liebe dich. Und er hat ihr immer eine geknallt, flatsch, und sie flog hin. Sie stand wieder auf und rannte ihm wieder hinterher und sagt, ich liebe dich, ich liebe dich. Und er ihr wieder auf die andere Seite eine geklebt. Und so ging das dann, bis wir nichts mehr sehen konnten. Wir brauchten bis oben das Fenster aufzumachen. Okay, ja, das ist Kiez Hamburg. Da kann man mal eine kurze Zeit wohnen, aber nicht allzu lange. Sie hat das Buch weggedrängt. Also ich war nun die ersten 4, 5 Jahre, war sie in Hamburg, waren wir fast jede Woche zusammen. Und das Buch spielte eigentlich keine Rolle. Das Geld war schön, das Geld hat sie weggeschlossen. Der Rummel um ihre Person wird Christiane irgendwann zu viel. Sie und Alexander verlassen Hamburg und beziehen eine Wohnung in Berlin-Kreuzberg. Die Filmemacherin Katja Aschke spürt die dort sehr zurückgezogen lebende junge Frau auf und begleitet sie für ein Porträt mehrere Wochen mit der Kamera. Sie beobachtet sie zu Hause mit Alex und führt intensive Gespräche mit ihr. Es war sehr schwer, sie dazu zu bewegen, auch tags was zu machen. Ich habe dann einfach gesagt, Christiane, wir wollen die Umgebung zeigen. Wir wollen ja ein bisschen einfach auch dein Leben draußen zeigen. Also das war immer schwierig. Eines Tages kamen wir zum Haus und wollten drehen. Und zu meiner Überraschung kam sie fix und fertig angezogen aus der Haustür. Habe ich gesagt, das ist ja toll, Christiane. Sagt sie, ja, wieso? Ich fahre jetzt nach Hamburg. Sie hatte uns total vergessen. Sie wollte nach Hamburg fahren. Ich habe gesagt, nee, du fährst jetzt nicht nach Hamburg. Aber da hatten wir dann einen ganzen Drehtag mit ihr.
Manchmal flogen auch Sachen aus dem vierten Stock nach unten auf diesen kleinen Platz da in der Naunienstraße. Sie führte hatte eine sehr vehemente Partnerschaft mit dem Alexander. Sehr kühl, sehr grob eigentlich manchmal, also so mit Worten. Nie wurden Zärtlichkeiten ausgetauscht. Also nicht, wenn wir da waren. Nicht? Also ich meine jetzt einfach mal so eine nette Geste oder ein Flaps. Komm her, Ingo! Bring das her! Bring das her! Sie sagte damals, sie war ja mit den Musikern zusammen. Und sie war sehr gerne mit denen zusammen. Sie sagte aber ganz klar, wenn ich nicht Christiane F. wäre, würden die gar nichts von mir wissen wollen. Und sie hatte ja auch einen von diesen Musikern, den Alexander, sehr, sehr gerne. Und ihr ganzer Wunsch war, Musik zu machen. Aber das konnte sie nicht. Sie hat ja eine Platte aufgenommen, sie hat rückwärts gesungen, Ich bin süchtig. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Aber sie wusste, ich kann kein Instrument spielen. Und damit wusste sie, die Zeit in dieser Musikergruppe ist für sie begrenzt. Und davor hatte sie selber Angst. Sie würde das überstehen, das war klar, weil sie sehr stark ist. Aber sie ist sehr einsam. Die Beziehung der beiden zerbricht schließlich. Grund für die Trennung ist auch der Rückfall Christianes in die Heroinsucht. Die Punkgruppe Einstürzende Neubauten experimentiert in dieser Zeit aber ebenfalls mit Drogen. Ein Kreislauf, an dem das Paar scheitert. Wir, so diese ganze Neubauten-Nummer, wir sind dann halt dann irgendwie in ein Terrain abgedriftet, irgendwie was ihr irgendwie recht unheimlich war, womit sie nichts mehr zu tun haben wollte. Das war das eine Ding. Und dann hat sie auch irgendwann irgendwie ihre Richtlinien halt irgendwie sausen lassen. Und dann ging es in eine andere Richtung los irgendwie. Nach der Trennung von Alexander hat das Leben von Christiane einen weiteren Tiefpunkt erreicht. Sie hat keine beruflichen Perspektiven und findet bei der Familie keinen Halt. In dieser Zeit lernt sie Anna Kehl kennen, Künstlerin und Frau des Diogenes-Verlegers Daniel Kehl. Die Schweizerin versucht, Christiane zu helfen und holt sie zu sich nach Zürich. Wie wenn ich ihr Portier wäre. Sie ist einfach vorausgegangen wie Greta Garbo oder Marlene Dietrich und ich habe den Koffer getragen. Und ich dachte, jetzt muss man wieder warten bis 2 Uhr, bis das Amt für den Hunde-Veterinärschein offen hat in diesem scheiß Neukölln. Oder dann sind dort überall Berliner Kindl. Berliner Kindl, habe ich gesagt, Christiane, kann man vielleicht jetzt mal, ich bin jetzt hungrig, kann man was essen? Da sagt sie, das verstehst du alles nicht, Anna, in Berliner Kindl kann man nur was trinken. Habe ich gesagt, ist mir jetzt völlig egal, ich möchte jetzt nicht anderthalb Stunden hier auf der Straße mit dir und deinem Hund stehen, ich möchte jetzt irgendwo sitzen. Dann sind wir in so ein Berliner Kindl rein, wobei sie einfach mich hat den Koffer aus dem Taxi tragen lassen, weil sie voll natürlich irgendwie in ihrem Schub war. Und dann haben wir uns an so einen doofen Tisch gesetzt und ein ruppiger Mensch hat uns irgendwas hingestellt zum Trinken. Und ich hatte rasenden Hunger. Dann ist Christiane wie ein Pfeil um die Ecke gerannt zu einem Türken und ist mit dem bestriechendsten halben Poulet, sagen wir in der Schweiz, Huhn, ist sie zurückgekommen. Hat es aus einem Silberpapier ausgewickelt und hat vor meinen Augen das halbe Huhn ganz alleine aufgegessen. Und hat mit keinem Wort gesagt, Anna, möchtest du auch ein Stück davon haben? Und ich leide, glaube ich, heute noch darunter. Aber irgendwie war ich gewillt, aus einer Macke, die ich nun mal habe, das alles in Kauf zu nehmen, wenn sie nur heute Nachmittag mit mir zurück nach Zürich kommt. Dort will sie Christiane neuen Lebensmut geben und Perspektiven aufzeigen. Ich wollte Christiane mit etwas anstecken. Ich habe etwas in ihr gesehen, was ich selber habe. Ich interessiere mich für Menschen und es ist mir gelungen. Ich bin selber faul, ich bin selber unordentlich. Ich verschiebe immer alles bis zum letzten Moment. Ich hoffe immer auf irgendeinen glücklichen Zufall, dass ich dann den Zug doch noch erwische und dass ich irgendwie doch noch mein Zeug aus der Reinigung abholen kann. Und ich wollte ihr vermitteln, dass man aus diesen schlechten Eigenschaften einen Beruf machen kann. Also, dass man daraus
eine Sache machen kann, die einen so fasziniert, dass einen jede Stunde reut, wo man das nicht macht. Und das muss ich dann sagen, musste ich nach 2 Monaten feststellen, dass es mir einfach nicht gelungen ist. Christiane macht Bekanntschaft mit Prominenten wie Federico Fellini und Friedrich Dürrenmatt. Doch sie langweilt sich in der bürgerlichen Idylle. Bald flüchtet sie sich nachts in die Drogenszene am Zürcher Hauptbahnhof. Die Zeiten bei Anna waren immer schön. Es war wie mit Familienanschluss. Da habe ich halt auch gewohnt bei ihnen und durfte ich bei ihnen wohnen. Und habe mir dann mit den Söhnen unten im Keller so eine Etage geteilt. Die verrückten Etage. Nein, die hatten eine neapolitanische Hausfrau, die dann einmal am Tag da mit dem Besen runterkam. Und einem Staubsauger. Und was hast du dann den ganzen Tag gemacht? Ja, also ich durfte immer ausschlafen und habe gewartet halt bis der jüngere Sohn von der Schule kam, um dann mit ihm zusammen zu essen. Dann bin ich zu Anna ins Atelier gegangen. Dann habe ich hier oft Modell gestanden. Und bei den Malereien hat sie mich halt urisch viel ausgefragt. Und das macht sie halt sehr gerne. Die malt nicht nur gerne, die erfährt auch gerne was von ihren Modellen. Anna Kehl bleibt mit Christiane befreundet, auch als die Zürich wieder verlässt. Der Malerin imponiert ihr Lebensmut und ihre Stärke. Gute Menschenbeobachterin, wahnsinniges Temperament. Wahnsinnig verwöhnt und wahnsinnig vernachlässigt. Hochgescheit, ganz schnell. Für mein Gefühl sehr schön, schöne Augen. Und eigentlich aufrichtig. Und von vielen Menschen enttäuscht, mit Recht enttäuscht. Weil sie durchschaut. Und trotzdem fängt sie immer wieder ganz neu an. Und das ist ja eigentlich etwas, was wir alle auch machen. Christianes spannendes Leben weckt bei Verlagshäusern das Interesse an einer lukrativen Fortsetzung der Bestseller-Story. Es gab natürlich einen Druck von den Verlagen, es gab unglaubliche Geldangebote. Ich war dann auch mal schwankend, weil die Christiane wirklich, also in den ersten fünf Jahren, in denen sie clean war, ein unglaublich aufregendes Leben geführt hat. Eben in der Punkwelt, in der gehobenen Punkwelt. Um sie haben sich Intellektuelle, Filmregisseure, Schriftsteller gerissen, mit ihr zu sprechen, was sie im Übrigen nie wirklich beeindruckt hat. Das war eigentlich schon ein interessantes und powerfules Leben. Und ich dachte, wenn da so viel Power rüberkommt, muss man noch mal drüber nachdenken. Aber dann kam der Rückfall und damit war für mich die Sache. Also das hätte man auch ihr nicht antun dürfen. Da merkte man, wie nabil sie ist. Nach dem Rückfall kehrt Christiane zurück nach Berlin und zum Heroin. Die 4 Jahre nach Erscheinen des Buches waren die längste Zeit, die sie durchgehend clean war. Danach folgt ein Rückfall dem nächsten. Ihre Berühmtheit und die finanzielle Unabhängigkeit machen es für sie nicht leichter. Im Gegenteil. Doch Christiane ist entschlossen, sich im Leben zurechtzufinden. Sie kauft eine Eigentumswohnung in Berlin-Neukölln und bleibt fürs Erste allein. Nach Buch- und Filmerfolg ist sie nicht mehr auf Einkünfte durch eine normale Arbeit angewiesen. Auf der Suche nach Halt im Leben holt sie immer wieder die eigene Vergangenheit ein. Ich hatte den Halt verloren, ich war alleine und es war das erste Mal, dass ich mich auch irgendwie dazu halt, bewogen habe zu sagen, ich mache das jetzt mal alles ohne Mann. Und bin, obwohl ich das ja nicht musste, weil ich ja Geld hatte vom Stern, bin ich abends anschaffen gegangen, für mich selbst. Also das war meine persönliche Freiheit, mit 2 Männern abends nachts zu schlafen und mir dafür Geld zu nehmen. Auf dem Strich auf der Kurfürstenstraße wird sie schließlich von der Polizei aufgegriffen und verhaftet.
Die Bullen hatten mich ja schon vorher angerufen und haben mich gefragt, was ich hier tue. Und da habe ich ihnen vorgesponnen, ich würde für meine Stromrechnung anstehen. Anstehen nennt man es halt, wenn du auf der Straße stehst. In Wirklichkeit aber habe ich mir noch mal einen ganz verrückten Drill in die Vergangenheit zurückgeholt, was ich da gemacht habe. Und es ging auch nur ganze 5 oder 6 Wochen gut, wo ich jede Nacht auf die Straße gegangen bin. Und dann hatten sie mich da einfach weg. 1985 kommt Christiane noch mit einer Geldstrafe davon. Im Januar 1986 wird sie erneut vor Gericht gestellt und zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten ohne Bewährung verurteilt. Sie erhält die Möglichkeit, statt eines Gefängnisaufenthaltes eine Therapie zu machen. Christiane entscheidet sich jedoch für die Haftstrafe. Damals war der Knast ganz neu. Ich hatte gerade die Zelle als zweite Insassin. Vorher hatten noch Kinder drin. Es war alles sauber. Es war eine Einzelzelle, eine Nasszelle nennt man das, mit Waschbecken und Klo, mit einer Tür zum Zumachen. Da konnte man schon mal irgendwie. Gut, ich kenne ja auch nicht andere. Ne? Und war auch nicht scharf irgendwie auf eine zweite Aktion irgendwie. Seitdem weiß ich irgendwie immer so, wo denn die Grenze ist. Nach der Haftentlassung beginnt erneut der Teufelskreis aus Langeweile, Sucht und Entzug. Christiane fühlt sich zunehmend einsam und verlassen in Berlin. Obwohl sie nicht durchgehend Heroin spritzt, kommt sie von den harten Drogen nicht los und kann sich auch nicht zu einer Langzeittherapie entschließen. Zu groß ist ihre Angst, verbogen zu werden. 1988 fährt sie das erste Mal auf die griechische Insel Ios. Danach verbringt sie 6 Jahre lang jeden Sommer dort, um einzutauchen in die heile Welt eines Inseldörfchens mit viel Zeit und der Illusion, den Alltag hinter sich zu lassen. Von Freunden und der Familie fühlt sich Christiane verlassen. Mit welchen Gefühlen haben Sie jetzt gepackt? Mit was für Gefühlen? Ich glaube, das kann man nicht Gefühlen nennen. Das ist irgendwie reine Panik. Woher kommt diese Panik? Woher? Mhm. Na, einfach, weil es irgendwie höchste Eisenbahn ist. Hier zu verschwinden. Ja? Wie ist der Kontakt zu Ihrer Mutter? Eigentlich in Ordnung. Gut. Haben Sie noch Kontakt zum Vater? Nein. Gar nicht mehr? Mhm. Er ist mit einer Thailänderin verheiratet und hat mit der Kinder. Oh, das wissen Sie aber immerhin. Woher denn? Von meiner Großmutter. Wann haben Sie den Vater zum letzten Mal gesehen? 84, glaube ich. 85. Auch nur 2, 3 Mal. Und dann davor wieder 5 Jahre nicht. Der ist ja immerhin berühmt geworden, auch durch Ihr Buch. Ja. Also Sie haben auch nicht, Sie haben auf der einen Seite geschrieben, dass Sie ihn geliebt haben, auf der anderen Seite sehr deutlich beschrieben, wie er auch gewalttätig war und die Familie geschlagen hat. Ja, das aber aus der Situation heraus, dass dieses Unding, wie meine Mutter als Typ ist, und wenn man dann meinen Vater kennt, so meine Mutter, die aus einer Großfamilie kommt und wo es halt immer ein bisschen halt lockerer zuginge. Und dann halt diese straighte Kleinfamilie. Meine Oma halt, die auch ziemlich so zur NSDAP stand. Und die wollten, dass mein Vater Gutsverwalter wird und deswegen zur Lehre aufs Land geht. Und der hat sich da die Mädchen halt nur genommen. Und dann halt das Leben in Berlin, dass meine Mutter nicht genug Engagement gezeigt hat. Mein Vater wollte schon damals eine Ehevermittlung aufmachen, was heute halt urisch boomt. Aber das er wollte hat mein nicht Vater geschafft, oder? Nein, und er hat einfach mehr Mithilfe von meiner Mutter erwartet. Und die Männer in der Zeit, also was sie von ihren Frauen erwartet haben, das erinnert mich so ziemlich daran, wie mein Freund heute noch ist. Der ist eigentlich so wie die Männer hier vor 30 Jahren, ne? 40 Jahren, was er auch von mir erwartet, was ich für ihn tue, dass es ihm, also quasi, dass er in die Gänge kommt und was ja dann wieder auf mich zurückfließt. Aber da gibt es eine komische Ansicht bei Männern.
Und das ist vielleicht also hier in Deutschland mal zeitlich bedingt gewesen. Aber in Griechenland sehe ich das immer noch. Was wäre das? Eine bedingungslose Hingabe, die Unterstützung des Mannes, keine eigenen Ansprüche stellen und haben? Was macht der Unfall? Ja, und ich bin halt hier auch da, also, dass mal jemand von der Familie kommen wäre. Hier? Sind Sie nicht gekommen? Warum nicht? In Griechenland lernt Christiane den Griechen Panagiotis kennen und fühlt sich endlich nicht mehr allein. Die Sommer verbringen sie zusammen auf der Insel Ios, die Winter in Deutschland in Berlin. Sie träumt von einer gemeinsamen Zukunft zu zweit. Ihm gefällt Deutschland nicht, ich kann das auch verstehen. Warum nicht? Was sagt er? Er braucht seine Freunde, vermisst seine Freunde. Es ist zu hektisch, zu geldmateriell bezogen. Das gefällt ihm nicht. Sind Sie zusammen rückfällig geworden in der Zeit, wo Sie zusammen waren? Ab und an. Aber im Großen und Ganzen war ich mit ihm mehr clean, als dass wir rückfällig waren. Können Sie überhaupt mit jemandem so zusammen sein, so eng, der keine solche Erfahrung gemacht hat? Doch, war ich ja lange. Es war ja überhaupt, der Grieche war mein erster Freund, der auch, also außer den Detlef, der auch mit Drogen zu tun hat. Die anderen Freunde, die ich hatte, waren alle damit nicht bewandert. Panagiotis, ebenfalls ein Fixer, wird bei einem Raubüberfall gefasst und muss für 2 Jahre ins Gefängnis. Christiane aber gibt die Hoffnung auf das gemeinsame Glück nicht auf. Sie wartet. Sie haben jetzt Ihren Freund 2 Jahre lang nicht gesehen, weil er ins Gefängnis gekommen ist. Was hat er angestellt? Ach. In Athen war er irgendwie, hat er irgendwie Mist gebaut. Ich weiß auch nicht. Ich habe mich da auch zurückgehalten. Das interessiert mich nicht. Ich bin dann halt die 2 Jahre nach Berlin gefahren. Wie, es interessiert Sie nicht? Ist mir egal, was er da macht. Es war einfach scheiße von ihm. Er hat überhaupt nicht an mich gedacht. Keinen Moment. Was haben Sie in diesen 2 Jahren, haben Sie ihn besucht im Gefängnis? Ja, ja. Und sind ihm die ganze Zeit treu geblieben? Ja. Aus Prinzip oder aus Liebe? Nee, es hat sich so ergeben, ja. Die Beziehung zu Panagiotis geht im Sommer 1994 nach 6 Jahren endgültig in die Brüche. Christiane ist wieder in Berlin und wieder allein. Freunde nicht in Sicht. Und Christiane bemüht sich auch nicht, welche zu finden. Sie zieht sich in ihre 120 Quadratmeter und 3 Zimmer Eigentumswelt zurück. Die Versuche, ihr Leben endlich zu ordnen, sind so halbherzig wie ihre Entzugsansätze. Und die üblichen Mittel, mit der Misere kurzfristig fertig zu werden, sind immer greifbar. Ich gebe mir ja nie ein Versprechen. Ich sag doch nicht, wenn ich aufhöre, so, jetzt mache ich das nie wieder. Das habe ich vielleicht als 16-Jährige gemacht. Aber irgendwann habe ich festgestellt, dass das betrifft mein Leben und nicht das Heroin und ob es da ist oder nicht und Rückfall, bla bla, sondern ob ich mein Leben richtig so in den Griff gekriegt habe. Ihre Ex-Drogenliebe Detlef ist Mitte der 90er Jahre nach wie vor clean. Doch ganz losgelassen hat ihn das Heroin nie. Ich träume auch manchmal davon, dass ich mir einfach drin tue. Ich weiß dann zwar nicht mehr genau, wie das war, also wenn ich wach werde am Morgen. Aber ich weiß, dass ich davon geträumt habe. Also ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich halt wieder auf irgendeiner Szene rumkrauche und wo ich wieder irgendwie in diesem Milieu mich da bewege.
Und deshalb meine ich, dass das irgendwo, wisst ihr, wenn er immer, also für mich meine ich das halt, bei mir ist es so, einmal Drogi, immer Drogi. Christiane, die von allen der Kinder vom Bahnhof Zoo die wahrscheinlich größten Chancen hatte, verharrt in ihrer ganz eigenen Vorstellungswelt. Ihre Pläne sind so spontan, dass sie oft am nächsten Morgen nichts mehr von den Ideen des Vorabends wissen will. Nirgendwo hält es sie wirklich. Und so bleibt es bei allen guten Vorsätzen eigentlich doch nur bei einer einzigen Konstante in ihrer Existenz. Ist die Droge eigentlich ein fester Bestandteil in deinem Leben geworden? Ja, also zurzeit immer noch, solange wie ich innerhalb von einem Jahr irgendwie Rückfälle habe, wahrscheinlich schon. Weißt du schon, wie das zukünftig aussehen könnte? Ich war 7 Jahre Tag und Nacht mit einem Griechen zusammen, der mir alles vorgelebt hat und wo ich noch nichts fragen musste. Das muss ich jetzt auch erstmal selbst sehen. Weiß ich jetzt auch noch nicht genau. Wird sich schon was ergeben. Du meinst, wie dein Leben so alleine wird? Was wäre denn so dein größter Wunsch? Vielleicht mal wieder nach Amerika fahren oder so. Mal raus aus Europa. Kann man auch machen. Ist nichts Unmögliches. Verantwortlich fühle ich mich immer noch. Aber ich fühle mich nicht dafür verantwortlich, wenn es ihr jetzt schlecht geht oder wenn sie einen Rückfall hat. Denn es ist ja überhaupt nicht gewährleistet, dass das ohne Erscheinen dieses Buches anders verlaufen wäre. Und im Übrigen nach wie vor. Ich bin davon überzeugt, dass das Buch entscheidend dazu beigetragen hat, eben sich mit dem Thema zu beschäftigen. Der Bahnhof Zoo, einst Mittelpunkt des jugendlichen Fixeralltags. Im Kinofilm war das Happy End vorprogrammiert. Die Beziehung zu Detlef eine Liebe. Und Christiane am Ende natürlich clean. Die Kinder vom Bahnhof Zoo. Sie alle haben ein Stück ihrer Geschichte gemeinsam verbracht. Doch alle sind später verschiedene Wege gegangen. Die, die die Zeit überlebt haben, haben lernen müssen, dass sie ihrer Vergangenheit jeden Tag aufs Neue begegnen. Christiane hat das Geld, aber keine Vorstellung einer Perspektive. Das, was viele Menschen unter einem normalen Leben verstehen, macht ihr damals Angst. Ich habe Angst, so halt zu verkleistern in meinem Körper. Wenn ich halt immer nur dieses cleane Leben mache und ich will da noch nicht stehen bleiben. Nee, ich wollte ja eigentlich nicht niemals alles auslöschen, sondern ich wollte einfach verdammt nochmal irgendwie mich halbwegs zurechtfinden, mich orientieren können und glücklich werden im Leben. Ich will ja leben. Wollte ich auch schon immer. Also selbst damals, denke ich mir. Also wenn ich mit meinem Geist neu anfangen könnte, ha, und mein Gehirn hätte, dafür würde ich Millionen zahlen, wenn ich die hätte. Wenn das gehen würde, oh, dann würde ich mein Leben ganz anders gestalten. Das wäre wohl klar. Okay, ich will nicht sagen, dass das eine verlorene Zeit war. Ist halt mein Leben. Wie jeder Mensch lebe ich Etappen. Also ich habe meine Kindheit, meine Jugend und meine Drogenzeit und meine, ja, und jetzt. Als diese Aufnahmen 1995 entstehen, lebt Christiane F. ein Leben zwischen den Extremen. Die Tatsache, dass Tiere und Kinder mich mögen, ist vielleicht schon ein Grund, trotzdem da zu bleiben. Auch wenn sich sonst keiner kümmert. Etwa ein Jahr später bekommt sie einen Sohn. Doch das Sorgerecht wird ihr 2008 entzogen. Christiane F. ist immer noch da, wo alles anfängt.